Moinsen, ihr Füchse und Lumos. Füchsinnen, nein, da draußen. Lumos und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Hogwarts Legacy. Wir sind aktuell dabei und versuchen Hazel, das Einhorn, zu retten, in Anführungszeichen. Aber Hazel ist ein bisschen widerspenstig und hat nicht so unbedingt Bock drauf, sich von uns direkt... Was ist denn los mit mir? ...direkt fangen zu lassen. Und jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen um, wo sie ist. Vielleicht muss ich sie erst ein bisschen streicheln. Vielleicht würde sie das abholen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Schön ist es hier, aber wo ist Hazel? Hazel! Wo bist du? Da hinten ist Hazel. Habe Hazel gefunden. Hazel ist sehr weit weg. Wenn wir zweimal stoppen drücken, könnte es vielleicht klappen. Ich das Fang zwischendurch einmal abbreche. Könnte es klappen. Da sind Spinnen. Da war aber auch Hazel. Da ist Hazel. Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Hazel, jetzt bleib doch mal entspannt. Was ist denn los mit ihr? Lumos. Ach. Ich weiß nicht, wie wir Hazel kriegen sollen. Ich krieg die nicht schnell genug runter. Und wenn die dann wegrennt, ist vorbei. Da ist nichts mehr zu machen. Mit Arresto Momentum alleine wird das nichts. Man kann das auch nicht zwischendrin abbrechen, das ist das Problem. Wenn wir sie streicheln. Versuch sie mal zu streicheln. Moin, ich will gar nicht stören. Versuch es mal, Hazel zu streicheln. Wenn wir die einfach ein bisschen bürsten, vielleicht wird sie dann entspannter. Probieren wir das mal. Okay, klappt nicht. So, jetzt einfach Gas geben. Sieh, wie es geht. Los. Ah ja, geilo, ey. Boah, Hazel, du widerspenstiges Ding. So, muss zurück zum Tiergehege. Ich sollte Madame Buckbrook sagen, dass sie in Sicherheit ist. Machen wir. Meine Güte, Hazel war wirklich ein bisschen widerspenstig, ne? So, jetzt aber zurück zu Madame Buckbrook. Njo, erstmal raus hier aus dem Wald. Njo. Jo, alles klar. Ich weiß nicht, wer da am Schreien ist, aber ich glaube, ich will es auch gar nicht rausfinden. Da fließt du nichts an, hier so durch die Gegend, rastet einer komplett aus. Was ist da denn los? Also, was ist da denn los? So, dann landen wir hier mal gemütlich. Vorsichtig. Auf geht's nach Hogsmeade. Ja, sind wir doch schon. Dann sagen wir der guten Dame einmal kurz Bescheid. Und dann kümmern wir uns danach direkt um... Oh, warte, da ist noch ein Häuschen, wo wir noch nicht drin waren, oder? Stufe 3, ja, warte. Das können wir jetzt, ja. Alohomora! So und... Und so. Ding, ding! Was haben wir denn hier noch? Große quadratische Teppich. Bisschen Geld. Gemusterter Turban. So, dann mal zurück. Zu der guten Dame. Hallöchen. Haben Sie mein Piekse-Pony? Madame Buckbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück. Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Ja, bei mir, ne? Uns geht es gut und ja, habe ich.
gegen eine Gebühr. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für Sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixelpony vermissen. Oh. Aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Wird gemacht, keine Sorge, ne? Kümmern Sie sich gut um Hazel, ja? Mach ich. Hazel, abgeschlossen. Das einzigartige Einhorn. Reicht's für ein Level up? Nee. Knapp dran vorbei. Gut, da würde ich sogar sagen, dann bringen wir das Pixelpony doch eben schnell weg. Karte von Hogwarts, wo wir doch eh dabei sind. Dann können wir nämlich da schon in die Paarungsproduktion gehen. Das hatte sich doch jemand gewünscht. Grüße gehen raus. War es Leopold? Ich glaube, Leopold hatte sich es gewünscht. Grüße gehen raus an Leopold. Es geht endlich los. Es beginnt endlich. Moin. So, jetzt aber mal los. Wir haben hier ein Weibchen und ein Männchen. Also so oder so würde es jetzt passen. Und dann hatten wir hier noch ein Männchen. Gut, zwei Männchen, ein Weibchen. Streitet euch. Müssen die wissen. Guck mal, dann haben wir hier noch zwei Nuddelmuffs. Die können hier eben auch noch raus. So. Wobei man jetzt wahrscheinlich nicht mehr paaren kann, ne? Warte, da muss ich die Knuddelmuffs wieder einsammeln. Weil der eine Knuddelmuff ist voll besonders, nämlich den anderen Knuddelmuff, der nicht so besonders ist. Den da. Du bist ein Mädchen. Ich muss mal gerade gucken. Knuddelmuff. Aktuell passt es eigentlich ganz gut. Gut eines Mondkalbs. Dich können wir doch zum Inventar jetzt hinzufügen. Jetzt ist alles gut. So, jetzt haben wir auch Platz. So, pass auf. Jetzt geht's los. Liebe. Hier ist jemand zufrieden. Es ist so schwer, die Dinger einzusammeln. Es geht nicht. Einhorn ist im Weg. So, hier geht's los. Du brauchst beides noch. Geht gleich los. Warte mal. Hier, dieser Knuddelmuff braucht... Hier können wir sammeln. Hier können wir sammeln. Hier brauchen wir einmal Liebe. Bei dir können wir sammeln. Ich würde gerne, aber es gestaltet sich als schwierig. Du brauchst auf jeden Fall Liebe und Essen. Das ist das kompliziert. Okay. Ich glaube, ich war ganz relativ gut dabei. Oh. Süß. Okay, Leute, dann wollen wir mal die Paarung einläuten, ne? Geht jetzt los. Das goldene Einhorn darf sich direkt vergnügen. Bitte, Einhörner, wähle ein Zuchtpaar. Dann nehmen wir einmal Hazel. Und ja, welches ist ja eigentlich egal. Und dieses da. Du hast zwei Männchen und du hast ein Weibchen. So. Geht ihr da jetzt rein oder wie läuft das? Geht ihr da einfach so hinein und... Snoo snoot oder was? Wieder ein Zuchtpaar. So und so. Und züchten. Guck mal. Okay, so läuft das. Also der Akt scheint schon... Es scheint auch gülden zu werden. Der Akt scheint schon vollzogen zu sein. Jetzt wird hier nur noch ausgetragen. Muss man nicht so genau verstehen. Okay, ist auch nicht so wichtig. Wir wollen das auch nicht zu krass hinterfragen. Gehen wir jetzt mal Phönixe holen. Sammeln, suchen. So, Aufträge. Phönix-Abflug. Wo müssen wir denn hin? Weltkarte bitte. Da kann man eigentlich auch mal so drüber fahren und gucken, ob es noch irgendwo weitere Quests gibt. Da auch ganz weiter hinten. Verrückt. Was ist das hier? Im Schatten des Berges. Da sollen wir uns mit Sebastian treffen. Ich würde sagen, wir treffen uns erstmal hier. Da oben waren wir sogar schon mal.
Das ist die Höhle. Ich wusste es doch. Ich habe euch noch gesagt, ich gebe euch Brief und Siegel, dass hier irgendwann mal irgendwas passiert. Ja, siehst du. Und da kommt die Quest auch schon. Da kommt sie auch schon. Suche nach der Höhle. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Leider ist sie voller Spinnen. Aber das macht ja nichts. Phönixberghöhle. Mal sehen, wie schwer die zu fangen sind. Sind immerhin Phönix. Fresh D wäre stolz auf uns. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Bombarda! Keine Sorge, so eine Blockade hält uns ja nicht auf, ne? Diese Höhle kommt mir seltsam vertraut vor. So. Contringo. Und dann nochmal Bombarda. Und dann finden wir hier tatsächlich etwas. Könnte der Phönix da drin sein? Könnte sein. Oh, warte, das war wieder falsch. Ach, was tust du denn, Fuchs? Fuchs, was tust du wieder für Sachen? Tut das denn Not hier mit den Spinnen? Könnte der Phönix. Sieht aus wie eine... Okay. Sieht nach einer lustigen Achterbahnfahrt aus. Ich denke, wir müssen eher an den Gegnern vorbei. Den regulären Weg. Los geht's. So ein paar Wilderern hau ich aber auch gerne auf eine Nusche, ne? Ist gar kein Problem. Verwandeln? Was? Nein, such weiter. Du hast gesehen, wie viel eine einzelne Feder einbringt. Stell dir den ganzen Vogel vor. Ach, ich hätte im Schloss bleiben sollen. So, die machen wir richtig schön von hinten so weg. Keine Sorge, das wird wunderbar. Erst den. Einer von ihnen hat mich gekratzt. Hab ihn so lange leben lassen, dass er es braucht. Wem erzählst du das? Deinen Kumpels? Ja, mach mal. Lumos. Jedes Mal, Alter. Lumos. Also noch mehr. Warte. Ihr kleinen Idioten. Wo kamen wir denn her? Wir kamen von da. Jetzt gucken wir erstmal hier nochmal nach. Was hier noch so ist. Und dann geht's weiter. Ich versuche mal so gut es geht zu schleichen, ne? Man spart sich ja doch immer sehr viel Kampf, wenn man einfach schön... Oh. Okay. Achtung, den werden wir jetzt austricksen. Trottel. Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Naja, noch sind sie ja nicht befreit, ne? Aber gut, ihnen wird auf jeden Fall kein Leid mehr widerfahren, jetzt wo sie tot sind. Also die Leute, nicht die Tierwesen. Contringo. Oh nee. Otego. Okay, läuft. Das ist im Griff, Leute. Ich hab das im Griff. Da noch eine dicke Kiste. Schön.
gehen wir mal vorsichtig weiter. Also irgendjemand hat hier auf jeden Fall was aufgebaut. Das ist ja schon mal nicht mehr so eine normale, einfache Höhle nur noch. Räume das Wildererlager. Das machen wir doch gerne. Mehr Wilderer? Ja, klar. Wie viele denn noch? Eine Menge halt, ne? Fang da mal munter an. Erst hier. Den da. Wie kommst du da los? Den da. Er merkt noch nichts da hinten. Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Und wie wär's gemacht? Hättest du den nicht mal ausgeben können. Zack. So. Okay. Revelio. Mal schauen, ob hier noch irgendwas Wichtiges ist. Nicht so wirklich. Irgendwas aktivieren oder so? Ne, wir müssen einfach nur hier durch, wa? Der Phönix. Er ist wunderschön. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Machen wir. Keine Sorge. Der Phönix hat gespürt, dass ich hier nichts Böses im Sinn habe. Dann mal hinterher. Oh. Wow, den hat's ja mal richtig zerdeppert, Alter. What the fuck war denn das? Ja, ich will mich nicht beschweren. Das sah gut aus. Krabams. Fliege, was willst du hier? Geh weg. So, erstmal das Schloss aufschließen hier. Hallo, Mora. Ding, ding. Okay, hier ein bisschen was Legendäres drin, ne? Noch nicht mal nur grün. Quidditch-Schutzbrille. Ja, danke schön. Danke für nix, ne? So, weiter. Hinterher. Was ist denn das für eine dicke Mine? Warte, und du musst auch rennen. Nicht. So. Und dann rüber da. Wir machen Parcours jetzt. Man muss auch mal Parcours machen. Geh weiter. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ich folge dir, Phönix. Whee! Da sehe ich was. Kann ich da lang? Und dann da hoch? Geht das? Kann ich da hochziehen? Nö. Kann mich höchstens fallen lassen von da oben. Das müssen wir machen. Machen wir! Machen wir! Hier geht's auch nochmal hoch. Hier können wir uns ganz vorsichtig fallen lassen. Na los. Und dann wieder ein kleines Bad nehmen. Wuhu. Warum denn nicht? Man muss doch mal sich ein bisschen erfrischen, ne? Scheint keine Wilderer mehr zu sein. Confringo! Ich mach das dann mal eben, wenn sie das nicht macht, ne? Nö. Beware Spiders! Oh. Deswegen sehen wir keine Wilderer mehr. Ja, Hahn ist gut, ich weiß Bescheid. Fürchterlich. Meine Lieben, der Hahn ist am Kren, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen kurz einen kleinen, ganz gemütlichen Break, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.